Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du ja dein Network Marketing Business aufbauen kannst, auch wenn du einen Fulltime-Job hast, ja, wo du sehr stark eingespannt bist und sehr wenig Zeit hast. Als ich vor über 13 Jahren ja noch als Angestellter tätig war, habe ich mein erstes Business im Prinzip ja nebenberuflich begonnen aufzubauen. Das Ganze ging fast über 6 Monate und heute würde ich auch jedem empfehlen, das nebenberuflich zu machen und nebenberuflich zu starten. Warum? Zum einen kannst du, wenn ein neuer Partner zu dir kommt und sagt, naja, er hat wenig Zeit, er weiß nicht, wie er das Ganze machen soll, dann kannst du das sehr authentisch ja auch diesen Einwand dann entkräften, weil du ihm ja auch zeigen kannst, wie es bei dir selbst war und wie du es selbst ja geschafft hast, das Ganze dann auch ja in der Praxis umzusetzen. Und es ist aber auch noch aus einem anderen Grund wichtig, weil wenn du es nicht schaffst, ja, dein Network-Marketing-Business nebenberuflich aufzubauen, dann wirst du es in aller Regel auch nicht in Vollzeit schaffen, weil gerade in dieser Zeit, wenn du ja dein Network-Marketing nebenberuflich startest, lernst du total extrem, ja, dein Business effizient und effektiv zu betreiben, ja, und einfach auch die richtigen Dinge zu tun. Und ja, und darum geht es auch. Gerade am Anfang, in diesen 6 Monaten, habe ich gelernt, dass du nicht ja, jedem Herren dienen kannst. Das heißt, du musst deine Zeit tatsächlich auf gewisse Aktivitäten fokussieren und du musst auch eine gewisse Zeit lang einen Preis bezahlen, der da heißt, vielleicht nicht mehr mit jedem deiner Freunde die Anzahl an Stunden abhängen zu können, wie du das bisher vielleicht gemacht hast. Also wie solltest du vorgehen? Im ersten Schritt musst du dir auf jeden Fall mal einen Wochenplan machen. Du musst dir reinschreiben in diesen Plan, kauf dir dazu einen Timer oder druck dir eine Excel-Tabelle aus, wie auch immer. Auf jeden Fall musst du mal die großen Blöcke reinschreiben, an denen du arbeitest. Ich habe damals im Zweischichtbetrieb gearbeitet, einmal Früh-, einmal Spätschicht. Das heißt, die Frühschichtwochen waren für mich die wichtigsten Wochen, weil ich hier im Anschluss an die Frühschicht ein relativ langes Zeitfenster hatte. Ja, in der Spätschicht war das Zeitfenster etwas kürzer, weil wenn du morgens aufstehst, dann ist halt, bis du zur Arbeit gehst, das Zeitfenster einfach deutlich geringer, wie wenn du ja direkt von der Arbeit aus losgehst und startest. Ja, weil du kannst ja auch nicht unbedingt bei jedem morgens um 4 Uhr dann einen Termin ausmachen und dort vorbeigehen. Also deswegen ist wichtig, einen Plan zu machen, dir dort einzutragen, wann sind deine Arbeitszeiten. Dann gibt es natürlich so Blöcke wie Training, Fußball, Freunde, Familie etc. Und hier war es dann ganz einfach so, hier, und das ist einfach hart, ja, ist aber so, wenn du dir nebenberuflich was aufbauen willst und sagst, okay, ich gebe mir ein halbes Jahr Zeit, bis dahin muss das Ganze stehen, das ist ja deine Zielsetzung, wie lange du das machst, dann musst du halt einfach hier auch Abstriche machen. Es geht halt dann einfach nicht mehr, dass du, ja, ich sag mal, am Tag 2, 3 Stunden mit deinen Freunden abhängst und ja, ihr dann, was weiß ich, vor der PlayStation sitzt oder was auch immer, sondern ja, du musst halt einfach Prioritäten setzen und hier gehört auch dann dazu, gewisse Dinge einfach einzugrenzen. Bei mir war es damals mein heißgeliebtes Fußball, was ich dann einfach für diesen Zeitraum sehr stark zurückgefahren habe und habe die Zeit dann halt eben genutzt, ja, das Ganze richtig aufzubauen. Und hier war es mir natürlich auch wichtig, weil ich relativ schnell wieder Fußball spielen wollte, habe ich natürlich die Zeit dann auch nicht vertrödelt, weil ich wollte ja so schnell wie möglich das Ganze hauptberuflich dann machen, damit ja, damit ich auch wieder Zeit habe für meine Freunde, fürs Fußball, ja, und so weiter. Also das ist dann, das meine ich da damit, du lernst in dieser Phase super schnell Prioritäten zu setzen und du lernst auch, worauf es dann tatsächlich ankommt. Der zweite Punkt, was ich eben halt auch schon angesprochen habe, reduziere Zeit mit Aktivitäten, die nicht auf dein Ziel einzahlen. Ich kürze es einfach ab hier, Aktivitäten, Ziel. Das heißt, konzentriere dich wirklich nur auf die Aktivitäten, das sind neue Kunden gewinnen, neue Vertriebspartner rekrutieren und denen zeigen, wie das Ganze läuft. Ja, und zwar musst du da jetzt keine Schulungen dementsprechend machen, sondern du hast ja sicherlich
von deiner Upline die notwendigen Werkzeuge, zeig den Personen, wie sie die Werkzeuge einsetzen und ja, und das war's dann auch schon. Und dann müssen die Leute halt eben auch mit deiner Hilfe die notwendigen Aktivitäten dann auch tun. Der dritte Punkt, was ich gemacht habe, ich nenne es jetzt hier einfach mal Pausen. Nicht, dass ich Pausen in dem Sinn gemacht habe, sondern ich habe einfach meine Pausen dazu genutzt, ja, mein Business aufzubauen. Und zwar, wenn ich Mittagspause hatte, bin ich übers Werksgelände gelaufen. Das heißt, ich habe mir dann ja immer so Salat to go gemacht oder habe mir einfach Brote schon am Tag vorher vorbereitet und bin dann einfach ja über das Werksgelände gelaufen und habe dann erst schnell kurz was gegessen und habe dann die restliche Zeit der Pause genutzt, um ja Termine zu vereinbaren. Und jetzt kann man sagen, sollte man das machen, sollte man es nicht machen. Für mich war einfach das Ziel wichtig, dass ich mein Ziel schnellstmöglich erreiche und dem habe ich halt alles untergeordnet. Wie gesagt, einen gewissen Zeitraum lang, ja, aber ich habe es dann gemacht. Du musst dann halt für dich entscheiden, bist du bereit, deine Pausen dafür zu opfern? Und hier trennt sich halt, oder hier merkst du halt selbst dann am besten, wie stark dein Wunsch tatsächlich ist oder ob es nur ein hätte ich gerne ist. Und wenn du es aber wirklich willst, wenn du wirklich was aufbauen willst, dann wirst du auch bereit sein, eine gewisse Zeit lang eben diese Pausen halt zu nutzen. Genauso, wenn du zum Beispiel mit Bus und Bahn zur Arbeit fährst, ja, auch ich habe zum Beispiel Partner im Team, die nutzen, die sind ungefähr 2 bis 3 Stunden am Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Und die nutzen natürlich diese Fahrzeit nicht, um jetzt irgendwie am PC zu spielen oder am Handy irgendwelche Spiele zu spielen, sondern die nutzen diese Pausen ganz gezielt, beziehungsweise diese Zeiten ganz gezielt, ja, um ihr Business aufzubauen. Und ja, wenn man mal täglich 3 Stunden investiert, dann hat man da auch relativ schnell die ersten Ergebnisse. Und ja, und das zeigt einfach nur, dass es eben funktioniert. Man muss es halt einfach tun. Wichtig ist, schreibe einfach Menschen an, kontakte Menschen an, ruf sie an, schreib sie über Facebook an. Du musst im Prinzip mit den Menschen halt einfach in Kontakt kommen. Und ich kann dir noch einen Tipp geben, wie du ja deinen Erfolg ja dramatisch steigern kannst. Und zwar, indem du dich richtig committest, indem du eine Entscheidung triffst und dann ja auch eine Vertrauensperson diesbezüglich informierst. Ja, ich würde dir hier deinen Sponsor empfehlen oder deine Upline oder jemanden aus deinem Team oder jemanden deiner Familie, einfach eine Person, der du vertraust. Und dann mach einfach Folgendes: Gib der Person jeden Tag einfach Feedback. Ja, sag ihr, was du heute gemacht hast, was gegangen ist, wie viele Kontaktgespräche du geführt hast, wie viele Leads du generiert hast, wenn du online arbeitest, wie viele Menschen deine Präsentation angesehen haben, wie viele Verkaufsgespräche du geführt hast. Und da einfach reicht eine SMS oder ja über WhatsApp eine Nachricht, wo du einfach jeden Tag, wo du am Anfang der Person sagst, ich werde dir jeden Tag berichten. Allein diese Tatsache, dass du eine Entscheidung getroffen hast und committed bist, dein Ergebnis zu teilen, wirst du früher oder später ja immer in die Handlung gehen, weil du willst dir ja auch keine Blöße geben bei der Person, weil wenn du 5, 6 Mal hintereinander schreiben würdest, ich habe nichts gemacht, ja, dann merkst du selbst. Allerdings muss ich dazu sagen, das ist nicht für jeden, weil die meisten machen es nicht. Ja, also jedem, den ich es anbiete, sagen wir mal von 100 Leuten, machen es dann vielleicht 10. Ja, und von den 10 halten es relativ wenige durch, warum auch immer das so ist. Ja, und da sieht man eigentlich einfach auch die Ernsthaftigkeit, mit welcher manch einer dann eben sein Business betreibt. Und das ist einfach so ein Tipp, da geht es nicht um Kontrolle, sondern es geht einfach darum, dass du für dich deinen Fokus richtig setzt und da nochmal einen zusätzlichen Antreiber im Rücken hast. Nicht, dass die Person dich antreibt, sondern dass du einfach weißt, wenn du morgens aufstehst, hey, heute Abend gebe ich Feedback, also will ich auch positive Meldungen als Feedback weitergeben.
Okay, ich hoffe, das Ganze war jetzt für dich hilfreich. Wenn dem so ist, teils mit deinem Netzwerk. Ich freue mich über einen Kommentar auch oder einen Daumen hoch. Hier findest du jetzt auch im Video die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren oder unterhalb des Videos in der Textbeschreibung. Verpasse keine weiteren Videos. Und wenn du Lust hast, ja, mit mir durchzustarten, mein Businesspartner zu werden, gemeinsam mit mir zu arbeiten, findest du auch unterhalb des Videos weitere Informationen, wie das funktioniert. Und ja, fordere dir dann dazu einfach weitere Informationen an. Und ja, ich hoffe, das Ganze war für dich erfolgreich. In diesem Sinne maximalen Erfolg. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.